das nichts. Warum auch immer. Ach, und den Weg sind die Radisten gegangen. Wir sind in die bitte hier hochgekommen. Komm ich da, kann ich da hochspringen? Ja, mit Sicherheit. So, wir sollen jetzt die Viecher erlegen. Wo ein Dings... Können wir die jetzt... Warte mal, also wir haben jetzt hier nichts geskillt, wenn du verstehst, was ich meine. Also wir haben jetzt hier nicht Dings geskillt. Erbeuten. Und... Können wir da trotzdem... Wenn wir die jetzt platt machen, die Viecher die Items von denen nehmen? Oder muss ich das skillen gehen? Weil wenn ich das skillen gehen muss, dann muss ich erstmal ein paar Level steigen. Ein paar ganz viele Level. So, wo sind sie denn hier, die ganzen Viecher? Oh, warte mal, ich bin gleich wieder da. So, jetzt bin ich wieder da. Hab nur kurz mir eine Uhr hier hingestellt, damit ich weiß, wann Boxen anfängt. Ne, will ich natürlich gucken. So, hoffen wir mal, dass der jetzt hier droppt. Was er droppen soll. Ne, mein Guter, du bist doch lieber. Auch wenn ich dich nicht anvisieren kann, du bist ein ganz netter. Und da leckst du mal richtig krass. Das war der Todes... So, wieder da. Da hat Fraps ganz kurz rumgemeckert. Bitte entleer mich. Ich bin voll. Ich habe keinen Platz mehr zum Aufnehmen. Das habe ich natürlich sofort gemacht. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme noch gesehen hat. Ja, wir konnten das Horn abmachen. Von dem Schattenläufer. So, das Horn wäre jetzt in der Regel abgehakt. Bleibt uns noch das Feuer. Wir gehen erstmal in den Norden da, zu den Bergen. Machen den Troll platt. Dann gehen wir runter zum Sumpflager, nehmen die Sumpfhaie mit. Und dann daneben zu den Feuerwaralen, die wir ja schon kennengelernt haben, da am Ufer mit dem Schiff. Und stecken uns da denn die Zunge ein. Unsere eigene. Und was war das? Habe ich noch nie gehört. Komisches Geräusch. Ja, und dann war's das. Dann ist aus die Maus, Leute. So. Beim Mikro ist richtig so, okay. Nicht, dass da wieder komische Geräusche kommen und so. Lalala. Ja, der Norden wäre jetzt da lang gewesen, fällt mir gerade so auf, aber... Naja, ein bisschen wandern und so. Das ist schon... Das muss auch mal sein. Wisst ihr ja, wie das ist, wenn man auf Arbeit gehen will. Dann wandert man vorher nochmal in die Kneipe, bevor man dann auf Arbeit wandert. Dann macht man dann lieber einen Umweg, kommt 2 Stunden später zur Arbeit und dann passt das. Kennt ja jeder. Früh um 5 Uhr jede Kneipe schon aufmacht. Guten Tag, Milton. Steht sich's bequem hier? So, ich nehme mal an, die Typen da sind uns feindlich gesinnt. Tag. Tut mir leid, ich muss größere Gegner besiegen. Ja. Seid ihr es mir jetzt nicht wert. Ach, das Banditenlager haben wir da oben auch noch, wa? Das muss ich auch... Das werde ich mir auch noch vornehmen. Renn heim zu Mutti. Jo, mach ich auch. Lalala, mit dem Ulubulu, Papulu. Ich habe gerade nichts zu erzählen, tut mir leid. Ist jetzt relativ ruhig hier, ne? Aber beim besten Willen, mir fällt nichts Spannendes heute ein.
Außer dass heute geboxt wird und ich mal auf die Uhr geguckt habe gerade. Und ich hoffe, hier steht jetzt auch ein Troll. Weil wenn nicht, wüsste ich nicht, wo einer sein sollte. Naja, geht doch. Oh ja, hier ist ein Gollum da auch wieder dabei, oder was? Na gut, kriegt er eben. Oh shit, Mann. Hallo Troll. Ja, genau den will man anvisieren. Den Goblin, nicht den Troll. Nee, nicht den Troll. Ach Gott. Hallo, warum sehe ich einen toten Goblin? Ja. Na gut, den machen wir es anders. Der ist ja doch ziemlich lahmarschig. Habt ihr gesehen? Es konnte sich nicht mal wehren. So schnell habe ich zugeschlagen, wie so ein Ventilator. Bin ich hier abgegangen. Zwei Trollhauer. Haben die Goblins was? Nö. Komisch. Jetzt auf einmal kann man das Zeug natürlich von den Viechern abmachen, die Trollhauer und so. Vorher muss man es lernen, jetzt geht es auf einmal. So. Mann, Haufen Tränke haben wir, ey. Ist ja schon echt übertrieben. Oh, das hat's wieder gebuggt. Ich gucke. Fraps läuft. Ich weiß nicht, warum es glitscht. An Fraps liegt es jedenfalls nicht. 53, 68. Was ruckelt denn das jetzt hier? Hallo, geht's noch? Flüssig laufen, wenn ich bitten darf. Ich glaube, jetzt hat es sich wieder stabilisiert. Das Spiel musste, glaube ich, den äußerst aufwendigen Sprung berechnen. Und die Partikel, die dann immer auftauschen, wenn man landet. Hier, guck mal genau auf die Artikel. Oh, mal gucken, was sagen denn die Leute jetzt hier. Wir gehören jetzt mit zu denen. Ich höre nicht. Ey, Homie! Hallo. Hallo. Nix. Nix, was uns interessiert. Gut, nächstes Ziel. Sumpflager. Grund. Wie hießen die? Sumpfhaie. Ja. Huch. Schon noch mal ein Landmensch. Oh, der Himmel sieht wieder schön aus. Die Wolken könnte man so auch in Minecraft anfügen. Das würde nicht schlecht aussehen. Yeah, genug vom Himmel. Könnten mal Gothic Remake machen. Steuerung so beibelassen, aber Spielfehler beheben. Und also Kampfsystem auf jeden Fall so lassen, aber das denn so machen, dass man ein bisschen besser den Gegner treffen kann, das wäre ja sehr schön. Aber ansonsten so ein HD Remake, das wäre ja blitzgeil, das würde ich mir sogar, das würde ich mir sogar für 70 Euro kaufen, ey. Obwohl es nur ein Remake ist. Ich würde mir das für so viel Geld wirklich zulegen. Am Release-Tag. Das kannst du aber wissen, ey. Das würde ich durchsuchten, das glaubst du gar nicht. Ich hätte hier richtig Bock drauf, ey. Stell dir das, die Landschaft, mal so richtig geil. Boah,